Möchten auch Sie gerne in einer besseren Welt leben? In der unsere natürlichen Ressourcen schonend genutzt werden, Unternehmen ihre Kunden und Mitarbeiter schätzen und effiziente Kontrollsysteme dafür sorgen, dass schwerwiegende Fehler nicht passieren? Geht nicht? Gibt's nicht! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Bankdeutsch leicht gemacht mit Commerzbank-Chefanlagestratege Chris-Oliver Schickentanz. Herr Schickentanz, eine bessere Welt. Ist das Wunschdenken oder können wir als Anleger tatsächlich etwas bewirken? Wir sollten unser Licht nicht unter den Scheffel stellen, denn wir als Anleger haben Macht, wir haben Einfluss, denn wir haben das, was Unternehmen brauchen, nämlich Kapital. Und damit ist es durchaus so, dass Unternehmen auf uns hören und dann auch Veränderungsbereitschaft erkennen lassen. Aber ich bin doch nur ein kleines Licht. Warum sollte ein Unternehmensvorstand auf mich hören? Zum einen, Frau Rost, halte ich Sie für eine große Leuchte. Von daher stellen auch Sie nicht Ihr Licht unter den Scheffel. Und zum zweiten sollten wir nicht vergessen, wenn wir unser Kapital beispielsweise in einem Fonds bündeln, der sich das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben haben, dann sammeln wir da sozusagen das Kapital und haben natürlich deutlich mehr Einfluss. Und dann gilt, viele, viele kleine Lichter zusammen machen die Welt auch deutlich heller. Wie kann das konkret funktionieren? Am einfachsten ist das Ganze auf der Anleihenseite, denn da gibt es mittlerweile sogenannte Green Bonds, grüne Anleihen. Das sind zweckgebundene Finanzierungsformen, heißt, Sie leihen einem Unternehmen ihr Kapital und mit diesem Kapital darf das Unternehmen nur ganz bestimmte Projekte finanzieren. Da geht es dann zum Beispiel um den Bau einer CO2-neutralen neuen Firmenzentrale oder darum, den Fuhrpark auf Elektromobilität umzustellen. Oder im Beispiel eines Staates zum Beispiel darum, die alten Straßenlaternen durch LED-Technik zu ersetzen. Das Schöne daran, Sie haben sozusagen einen klaren Überblick darüber, was mit Ihrem Geld passiert, machen einen deutlichen Fortschritt in Sachen Nachhaltigkeit und Sie kriegen dafür dann auch noch Zinsen. Und bei Aktien? Bei Aktien gibt es mittlerweile dezidierte Fonds, die es sich auf die Fahnen geschrieben haben, in einen aktiven Dialog mit Unternehmen zu treten und die auf dem Weg zu einer verbesserten Nachhaltigkeit zu unterstützen. Dieses sogenannte Impact Investing, bei dem sie also tatsächlich einen Einfluss auf die Unternehmensführung einführen wollen, greift immer mehr um sich. Es gibt immer mehr Fondsangebote, Unternehmen dabei zu begleiten, von einem schlechten Nachhaltigkeitsabdruck zu einem besseren Nachhaltigkeitsabdruck zu kommen. Abgesehen von Anleihen und Aktien, wo kann ich denn noch mit Impact investieren? Es wird in den kommenden Wochen und Monaten im Bereich der alternativen Investments einige sehr spannende Produktangebote geben, unter anderem von unserer Tochter Commerzreal. Ich kann da noch nicht allzu viel drüber verraten. Es wird aber im Wesentlichen darum gehen, dass Sie in den Bereich der erneuerbaren Energien investieren, sich dort engagieren können und damit dann natürlich einen direkt positiven Einfluss auf den CO2-Abdruck nehmen. Jetzt habe ich von Ihnen in der Vergangenheit gelernt, dass nachhaltiges Investieren mehr ist als Öko-Investment und jetzt doch nur Solarzellen, Windräder und Co. Das stimmt, aber Ökologie ist nichtsdestotrotz eine wichtige Säule, die durch die EU-Regulierung, die ab kommendem Jahr greift, umso bedeutender wird, denn die wird sich vor allen Dingen um diesen ökologischen Punkt kümmern. Von daher ist es für Anleger wichtig, durchaus auch im Einklang mit der Umwelt zu investieren. Vielen Dank, Herr Schickentanz. Wir wünschen Ihnen nachhaltigen Erfolg bei Ihrer Geldanlage. Bis zum nächsten Mal. Ihre Melina Rost und Ihr Chris-Oliver Schickentanz.